Grüß euch, ich zeige euch jetzt, wie man Linzer Kipferl bzw. Linzer Stangerl macht, also ein klassisches Spritzgebäck. Dazu braucht man weiche Butter, also die muss wirklich richtig schön weich sein. Dann wird jetzt zuerst einmal nur die Butter aufgeschlagen. Dann kann man gleich dazu geben das Salz, ein bisschen Vanillezucker und den gesiebten Staubzucker. Und jetzt wird es wieder gut schaumig aufgeschlagen. Ein bisschen Zitronenzeste kann man dann noch reingeben. Dann lassen wir sie jetzt weiter schlagen und geben die Eier nacheinander hinein. Also ich starte mal jetzt mit einem. Dann lassen wir das wieder kurz rühren und dann kommt das zweite dazu. So, das ist jetzt fertig. Das Mehl heben wir jetzt so unter. Den Backofen habe ich schon auf 170 Grad Heißluft eingeschalten. Da habe ich jetzt glattes Mehl und ein bisschen Milch. Und das hebe ich jetzt da so schön vorsichtig unter. Man sieht, das ist jetzt schon so schön sämige Masse. Ich habe da schon vorbereitet einen Spritzsack mit einer Sterntülle. Die Größe der Sterntülle ist dann auch ausschlaggebend für die Größe meiner Kipferler. Also wenn ich da jetzt eine riesige Öffnung habe, dann kriege ich auch relativ große Kipferl und Stangen zusammen. Also ich nehme eher eine kleine, feine Sterntülle. Und dann ist da wichtig, in den Spritzsack nicht zu viel von der Masse hineingeben, weil dann tue ich mir relativ schwer beim Spritzen. Dann braucht man ein Blech und Backpapier und dann tut man sie leichter, wenn man da vorne, also da ist jetzt hinten ein Teil von der Masse und dass man echt da vorne schön angreift, dann schaue ich, dass ich das Backpapier da fixiere mit ein paar kleinen Klecksen, dann rutscht mir das nicht so und jetzt spritze ich da so schön gleichmäßige Kipferler. Jetzt machen wir gleich noch ein paar Stangerler mit. Da schaut man auch, dass man schön gleichmäßig und auch nicht zu groß wird. Und jetzt werden es bei 170 Grad für ca. 10 bis 12 Minuten gebacken. Die Kekse sind jetzt schön goldbraun gebacken. Ich fange da jetzt gleich an zum Umdrehen. Also die Hälfte dreht man dann um. Da kommt dann die Marmelade auf. Die Marmelade habe ich da schon in einem Spritzsack. Und jetzt dressiert man da einfach Marmelade auf. Dann kommt der Deckel drauf. Da schaut man jetzt halt, dass das ein bisschen zusammenpasst. Und das gleiche passiert mit den Stangerler. Wenn die dann so ein bisschen umkippen, dann kann man die da ein bisschen zum Rand zustellen. Und so lässt man sie jetzt am besten im Kühlschrank circa eine Stunde oder so einmal rasten, dass sie der Keks gut mit der Marmelade verbindet. Dann tut man sie nachher nämlich leichter beim Tunken mit der Schokolade. So, die Marmelade ist jetzt schon gut angezogen. Jetzt haben wir da die dunkle Kuvertüre. Gehen wir auf ein Wasserbad, die wird jetzt da geschmolzen. Die Schokolade, die Kuvertüre ist jetzt geschmolzen. Und dann kann man da schon starten mit dem Tunken. Nur da die Enden eintunken, ein bisschen abschütteln und wieder aufs Backblech. Jetzt habt ihr gesehen, wie das da funktioniert. Ich bin noch ein bisschen beschäftigt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.